So, meine Freunde, heute der Live-Kommentar zu Maybrit Illner vom 7.11.2019. Ich mache das heute folgendermaßen, dass der Livestream läuft hier in meinem Laptop mit und ich stoppe den dann und erzähle dann was. Weil auf Wunsch ist es so gewesen, dass ich nicht über die Gäste drüber quatschen sollte. Ja, wer viel gearbeitet hat für wenig Geld, der soll mehr Rente kriegen. CDU und SPD sind sich da einig. Eigentlich ist auch ein Kompromiss gefunden, wie das gehen könnte. Aber um die Sache scheint es vielen Politikern nicht mehr zu gehen. Sie suchen einen Anlass, um endlich das Joch der Großen Koalition abzuwerfen und am liebsten auch gleich noch ungeliebtes Führungspersonal loszuwerden. Sind Menschen mit kleinen Renten zum Spielball einer zutiefst zerstrittenen Koalition geworden? Wir müssen reden mit diesen Gästen. Christa Fieden, die Rentnerin aus Berlin, hat mehr als 45 Jahre gearbeitet und sagt, wer viel gearbeitet hat, soll mehr haben. Vollkommen richtig. Verena Bentele, für die Präsidentin des Sozialverbandes VDK ist klar, eine Grundrente ist keine soziale Wohltat. Andreas Peichel, der Finanzwissenschaftler, kritisiert, diese Grundrente ist eine Mogelpackung. Man kann das schlecht anhalten. Claudia Sturm, die Unternehmerin, fordert, die Bedürftigkeitsprüfung ist ein Muss. Die Bedürftigkeitsprüfung ist kein Muss, steht aber im Koalitionsvertrag drin. Ne? Ja, Schwule geben. Heute gut rasieren. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Manche sagen, es ginge um kleine Renten, andere sagen, eigentlich geht es um viel mehr. Noch nie war die Kluft so groß zwischen einer Regierung und den Parteien, die sie tragen. Habe ich die Meinung? Die Regierung stellt Ruhe und Geschäftigkeit zur Schau. Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind. In den Regierungen arbeitswillig bist du, aber unfähig oder so. Sind nicht wenige der großen Koalition überdrüssig. Das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht. Geht es nicht weiter, dass die große Koalition im Grunde sich immer nur die Frage stellt, wie können wir sozusagen im Amt bleiben? Es fehlt die Vision, es fehlt das Ziel, wo soll die Reise hingehen? Es mangelt an Perspektiven und an Führung. Also an Selbstzerfleischung sind sie sehr gut. Oder? Sehr gute Selbstzerfleischung. Und eine Kanzlerin, aber Führung. Ja, wie Sie alle in Live-Ticker mitverfolgen konnten, ist im Bundesvorstand auch vom Vorsitzenden der Jungen Union die Führungsfrage gestellt worden. Wer immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst entschieden werden, der hat auf dem Bundesparteitag dazu die Gelegenheit. Zur Machtwahl. Das finde ich gut. Das ist eine demokratische Aussage, ein demokratischer Aufruf. Sollen Sie doch eine Abstimmung machen? Die SPD droht bereits. Diese Grundrente muss in der Halbzeitbilanz drinstehen, sonst wird die SPD sicherlich negativ auf die Halbzeitbilanz blicken. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass im Koalitionsvertrag die Bedürftigkeitsprüfung mit drinsteht. SU-Landesgruppenchef Dobrindt warnt davor, eine Sachfrage mit der Machtfrage. Deswegen ist eine Mindestrente was anderes als eine Grundsicherung. Nur eben mit Prüfung der Bedürftigkeit. Bei uns ist Tilman Kuban, der Chef der JU, der Jungen Union. Dobrindt sagt, manche wollen offenbar eine Sachfrage mit einer Machtfrage verbinden. Meint er Sie? Ich persönlich und die Junge Union kämpfen seit vielen Jahren dafür, dass wir das Rentensystem nicht weiter überladen und immer zusätzliche Rentenleistungen schaffen. Und deswegen tun wir es auch bei der Grundrente. Im Parteitag schon die Führungsfrage gestellt werden soll? Auf dem kommenden Parteitag werden viele Leute, das haben Sie jetzt angekündigt, programmatische Reden halten. Und darauf freue ich mich, weil es mir darum geht,
dass wir zukünftig auch weiterhin den Kanzler in Deutschland stellen, dass die Union den Anspruch hat, auch weiter im Kanzleramt zu arbeiten. Und dafür brauchen wir Leute, die bereit sind, eine Zukunftsagenda für Deutschland zu haben und diese zu präsentieren. Deswegen freue ich mich besonders auf diese programmatischen Reden. Auf diese Reden? Und ist Annegret Kramp-Karrenbauer noch die richtige Vorsitzende? Ich habe Annegret Kramp-Karrenbauer nie in Frage gestellt. Sie hat aus meiner Sicht einen guten Start hingelegt als Parteivorsitzende. Sie hat mit dem Werkstattgespräch und anschließend auch viel dafür getan, dass CDU und CSU wieder näher zusammengekommen sind. Da stehen nur die Ware zu Berg und zerkrausen sich, meine Damen. Wie sie es selbst beschrieben hat. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Partei, die den Anspruch hat, 14 Jahre, nachdem wir jetzt gemeinsam schon den Kanzler stellen können, mit Angela Merkel auch zukünftig den Kanzler zu stellen, dass wir diesem Anspruch gerecht werden. Und dabei werden wir Sie als Junge Union unterstützen, dass wir diese Erneuerung der CDU hinbekommen. Ein toller Satz für die Pressemitteilung. Glauben Sie denn, dass Sie, Herr Kuban, dass Sie der Frau Kramp-Karrenbauer mit der Idee einer Urwahl einen großen Gefallen tun? Friedrich Merz hat sich heute dagegen ausgesprochen und sagt, Regionalkonferenzen waren doch super. Was soll die Urwahl? Geht gar nicht zwischen CDU und CSU. Wir sehen, dass momentan viele Mitglieder da sind, die sich einen Motivationsschub wünschen, die sagen, ja, wir wollen mitentscheiden. Wir wollen nicht nur eine Urwahl haben, wenn es darum geht, Wahlkreiskandidaten für Landtag oder Bundestag aufzustellen, sondern die. Es hat ja eine Umfrage gegeben, hier bei, durch RTL war das, wo über 100.000 Menschen mitgemacht haben. Da war die Mehrheit, eine knappe Mehrheit für Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union. Sagen, wir wollen auch mitentscheiden, wenn es um Spitzenpersonal geht. Und das darf 13 Sekunden hinter dem Live-Fernsehen hinterher, meine Damen und Herren. Wir sind gut informiert. Und ich bin der festen Überzeugung, wer es nicht schafft, 400.000 CDU-Mitglieder zu überzeugen, der wird es auch nicht schaffen, 80 Millionen Deutsche zu überzeugen. Deswegen naja, wir als Junge Union dafür. Also wenn die Kanzlerwahl gestellt wird, dann muss die CSU auch mitmachen. Die haben, glaube ich, noch 150.000 Mitglieder. Die sollte man da nicht außen vor lassen. Diese Urwahl durchzusetzen, auch wenn es vielleicht an der Partei. Die Urwahl, was den CDU-Vorsitzenden angeht, kann natürlich nur bei der CDU gemacht werden. Spitze nicht überall nur gut ankommt. Ja, auch bei Friedrich Merz offensichtlich nicht. Das ist ja interessant. Kevin Kühner, jetzt habe ich gesprochen, jetzt sind wir eine halbe Minute hinter dem Live-Gespräch hinterher. Man ist offensichtlich leid, immer Rücksicht auf SPD zu nehmen und ihr ein Geschenk nach dem anderen zu machen, damit sie möglichst in der großen Koalition bleibt. Sind Sie mittlerweile sogar ganz froh darüber, dass die CDU dazu keine Lust mehr hat? Nee, ich bin insofern froh, dass wir mal einen Streit in der Sache haben über ein Thema, wo man sehen kann, natürlich haben die großen Parteien in Deutschland unterschiedliche Positionen in wesentlichen Fragen. Das wird ja von manchen negiert. Manche behaupten ja Sozialdemokratisierung der CDU, Christdemokratisierung der SPD, eigentlich ist das alles das Gleiche. Hier sehen wir ja grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen. Und zwar nicht nur über Bedürftigkeitsprüfung, ja oder nein, auch über die Frage, wofür ist die gesetzliche Rente eigentlich da, was soll der Staat leisten oder auch nicht. Und insofern ist das eine gar nicht so unwichtige ideologische Diskussion auch, die uns vielleicht hilft, die Orientierung zwischen den Parteien mal wieder ein bisschen besser klarzuziehen. Kann man den Zustand dieser großen Koalition ausgerechnet darüber definieren wollen, dass man sich etwas raussucht, was man gar nicht vereinbart hatte? Nämlich im Koalitionsvertrag steht was ganz anderes. Das ist das Argument von Herrn Kuban. Ja, aber wir dürfen uns jetzt nicht nur einen Absatz aus dem Koalitionsvertrag angucken. Im Koalitionsvertrag steht drin mit Bedürftigkeitsprüfung. Stimmt. Gleichzeitig steht drin, wir wollen, dass die Lebensleistung bei der Rente besser anerkannt wird. Die Lebensleistung ist aber eine Sache, die bemisst sich nicht daran, welchen Grundbesitz ich beispielsweise habe oder was meine Ehepartner verdienen. Eine Lebensleistung hat immer eine einzelne Person. Ansonsten würden wir von Lebensumständen vielleicht sprechen. Eine Lebensumstandrente wäre das, was die Union im Moment gerade fordert. Und außerdem zwei Absätze weiter steht auch drin, dass wir nicht wollen, dass die Grundrente, wenn sie eingeführt wird, dass man dafür sein selbstgenutztes Wohneigentum verlassen muss. Das heißt, da reden wir genau über diese Eigentums- und damit Vermögenswerte, über die wir jetzt streiten. Sprich, der Aber Wohnungseigentum dürfen Sie sogar haben. Es muss nur eben im angemessenen Rahmen sein. Na, wenn Sie jetzt ein fettes Auto haben, das ist dann über dem Rahmen hinaus. Aber klar ist, im Koalitionsvertrag steht so drin. Wichtig ist hier ganz klar zu wissen, wie der Koalitionsvertrag zustande gekommen ist, dass es sozusagen eine Notlösung war nach dem Scheitern von CDU, CSU, Grünen und FDP. Und dass es eine Notlösung war, und das muss man einfach mal berücksichtigen. Die Frage ist, ob man komplett nochmal einen neuen Koalitionsvertrag jetzt aufsetzt oder weil man ja also insgesamt sowas von unzufrieden ist mit dem, was man aufgeschrieben hat. Und es ist ja nun schon sehr viel umgesetzt worden, was im Koalitionsvertrag drin steht. Deswegen, wenn man die Umsetzungsquote, die Frage sich anguckt,
ist viel gemacht worden, aber die Leute sind trotzdem unzufrieden. Deswegen muss man jetzt endlich vielleicht mal beim Koalitionsvertrag nochmal neu schreiben. Koalitionsvertrag ist. Jetzt bin ich schon 1:30 hinter dem Live-Kommentar hinterher, meine Damen und Herren, weil ich es angehalten habe. Deswegen muss das jetzt ausdiskutiert werden und ist eben nicht. Ist das in Ordnung oder soll ich drüber sprechen? Bei uns ist. Kann mal jemand was in den Live-Kommentar schreiben? Helena Bentele, vielen bekannt als erfolgreiche Biathletin. Ja. Sie haben 12-mal Gold bei den Paralympics gewonnen. Heute sind Sie Präsidentin, Chefin des Sozialverbandes VDK, Frau Bentele. Wenn Sie sich das angucken, was in Berlin da passiert, haben Sie das Gefühl, dass es wirklich ein Streit um eine Sachfrage ist zwischen SPD und CDU oder geht es eigentlich um Kämpfe innerhalb der Partei? Also für mich geht es eindeutig viel mehr inzwischen um Kämpfe innerhalb der Partei, um die Frage, wie tragfähig ist die Große Koalition. Und ich meine natürlich, das ist schon ein denkbar schlechtes Thema, weil meine Mitglieder, die mir schreiben, das sind eben Menschen, die wenig Geld haben, die kaum über die Runden kommen und die auf dieses Thema ja nicht erst seit dieser Legislatur warten, sondern schon deutlich länger. Das Kind hatte schon viele Namen, das war auch schon mal die Respektrente. Und wie sie auch schon genannt wurde, und jetzt halt eine Grundrente. Und ich meine, der Optimismus war immer wieder groß. Dann werden wieder Stichtage genannt. Jetzt ist der nächste Sonntag. Kriegt man wieder mal so ein Würstchen vor die Nase gehalten. Dann formuliert man schon Pressemitteilungen im VDK und dann. Und dann hat man wieder nichts. Also ich finde persönlich, es eignet sich echt so ein Thema schlecht, weil es gerade die Menschen trifft, die eben wirklich extrem wenig Geld haben. Und rechnen müssen. Die rechnen müssen. Mhm. Und wenn man wirklich so ein Instrument zur Vermeidung von Altersarmut hat, eigentlich ist das gleiche Thema wie letztendlich am Koalitionsprobe dran aufhängen sollte. Montag bei Frank Kasper. Institut, Herr Peichel, auf der Arbeitsebene hatte man sich eigentlich schon verständigt. Da gibt es einen Kompromiss, der sagt, keine Vermögensprüfung, sondern eine harte Einkommensprüfung. Wenn man diesen Kompromiss ablehnt, will man dann eigentlich gar keinen? Das wirkt tatsächlich so, von außen drauf schaut, dass es tatsächlich an dem Thema jetzt abgearbeitet wird. Und ich glaube nicht, dass sich das Thema dazu eignet. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Sache an sich, über die diskutiert wird, nämlich die Ausgestaltung der Grundrente in dem Detail, wirklich ein gutes Thema ist. Es ist weder ein gutes, um Altersarmut zu bekämpfen, aber auch schon gar nicht, um damit Politik zu machen. Jetzt hat sich die Bundeskanzlerin zu Wort gemeldet, weil Dietmar nicht die SPD, sondern offensichtlich eher die CDU gerade den Eindruck macht, ein Hühnerhaufen zu sein. Und sie hat am Dienstag in der Fraktionssitzung ihre Kollegen ermahnt. Die Grundrente, wie sie im Koalitionsvertrag stehe, sei nicht umsetzbar, soll die Bundeskanzlerin vor der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gesagt haben, berichten Teilnehmer. Demnach warb sie dafür, der SPD entgegenzukommen und mahnte, ich kann die Union nur bitten, wenn sie Volkspartei bleiben will, sich nicht unentwegt Beispiele von Villenbesitzern zu erzählen, sondern sich einfach mal umzuschauen, wie es beim Bäcker, der Reinigungskraft oder in den Logistikunternehmen zugeht. Das alles ist kein Spaß. Herr Kuban, was ist daran falsch? Daran ist nicht viel falsch. Es geht um die Frage, ob wir eine Einkommensprüfung machen oder aber ob wir eine Bedürftigkeitsprüfung machen. Absolut, das haben wir verstanden. Und es ist ja nun auch berichtet worden, dass es hieß, diese Bedürftigkeitsprüfung sei so nicht administriert. Die Einkommensprüfung ist doch das Entscheidende, was passiert mit der Riester-Rente oder mit der Rente aus der Bruttoentgeltumwandlung. Was passiert mit der privaten Altersversorgung? Was passiert mit der Betriebsrente? Wird das angerechnet? Wird das voll angerechnet? Wird das zur Hälfte angerechnet? Das ist doch der entscheidende Punkt. Das Problem ist doch letztendlich, dass es keine Verpflichtung gegeben hat zur privaten Altersversorgung. Dadurch, dass es die Verpflichtung zur privaten Altersversorgung eben nicht gegeben hat, kann man es eben aussuchen, ob man private Altersversorgung macht. Und wenn man eben weiß, man hat, weiß ich, 35 Jahre gearbeitet, ist im Mindestlohnbereich, dann weiß man, dass man ganz deutlich unterhalb der Grundsicherung bei der Rente landet. So. Und wenn derjenige jetzt trotzdem, was ich 30 Jahre Riester-Rente gemacht hat und ein Einkommen hat, ja, dann wird die Riester-Rente voll angerechnet. Und der andere, der das eben nicht gemacht hat, der hat eben nichts, was angerechnet wird. Und am Ende kriegen beide das Gleiche. Und derjenige, der die Riester-Rente jeden Monat eben nicht eingezahlt hat, dem ging es eben finanziell viel besser.
als jemand, der jeden Monat eingezahlt hat. Und das ist doch letztendlich der entscheidende Punkt. Und über diesen Sachverhalt machen, wenn die Opposition nicht in der Lage ist, darüber zu sprechen. Und man hat ja leider bei der Sendung mal in der nur die SPD und CDU eingeladen und nicht eben auch mal Oppositionsparteien. Wenn man eben die Oppositionsparteien nicht einlädt, dann muss eben die Moderatorin dafür sorgen, dass solche Fragen gestellt werden. Hier war, machen wir weiter. Das stimmt so nicht. Ich habe mich darüber auch informiert. Auch mit jetzt sind wir 3 Minuten 30 im Rückstand. Die mir gesagt haben, es geht um 2 Modelle. Es geht um ein Modell, die sagen, wir machen das Ganze bei der Rentenversicherung, wir hängen das bei der Rentenversicherung auf, dort wird geprüft, da bräuchte man 5000 neue Leute. Oder aber man macht es bei den Grundsicherungsämtern, die prüfen auch heute schon die Bedürftigkeit und da könnte man das prüfen. Dort sind auch die Datenverfahren vorhanden, dort gibt es auch den Austausch und deswegen geht es einzig und allein um die Frage, wo man es tut. Es sagt keiner innerhalb der Union, wir sagen alle, wir wollen eine Bedürftigkeitsprüfung, wir wollen eine Grundrente. Aber wir wollen sie mit der Bedürftigkeitsprüfung, weil es um eine Frage geht, wie der Sozialstaat arbeitet. Aus unserer Sicht ist der Sozialstaat für die Bedürftigen da, für diejenigen, die in Not sind, und soll das Geld nicht mit der Gießkanne oder mit der Hubertus Heil Konfettikanone rausschießen. So, zitieren Sie schon wieder Herrn Dr. Hören Sie mir. Aber es geht ja gar nicht um eine soziale Zuwendung, sondern es geht ja um eine Wichtig ist immer, dass man gute Sprüche drauf hat und dass man da sympathisch rüberkommt. Das ist für die Leute viel wichtiger. Die Sachfragen, obwohl die Sachfrage jetzt in diesem Fall relativ einfacher ist, weil die Bundesregierung zu schwer ist, raffen die Leute normalerweise. Das ist eben, letztendlich ist es ein ganz, ganz niedriges Niveau. Wie man sich mit dieser Grundrente. Zum Beispiel 3 Minuten 43 im Rückstand. Ich möchte eher wissen, beugen Sie sich dem Machtwort der Bundeskanzlerin? Die ist für diesen Kompromiss. Warum Sie nicht? Ich persönlich kämpfe dafür, dass wir nicht das Rentensystem immer weiter überbürden. Wir haben heute schon das umlagefinanzierte System und dazu geben wir jedes Jahr 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt aus fürs Rentensystem. Wir haben insgesamt im Bundeshaushalt 360 Milliarden. Davon geben wir 100 Milliarden allein in die Rente. Und die Frage ist, wenn wir wissen, dass bald die Babyboomer kommen, wie viel können wir uns davon eigentlich noch leisten? Was dürfen wir uns in Zukunft leisten? Deswegen wünsche ich mir, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen Maß und mithalten. Ich kann jeden verstehen. Und ich ja, weil man weiß, dass die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und dass die Jahrgänge immer schwächer werden, hätte man in den vergangenen Jahren eben Rücklagen bilden müssen. Hätten die geburtenstarken Jahrgänge Rücklagen bilden müssen, dass sie sozusagen ihre Rente selber bezahlen können, zumindest teilweise. Weil man es den immer kleiner werdenden Jahrgängen gar nicht mehr richtig zumuten kann, ist dann eben die Generationenfrage. Die Frage nach Generationengerechtigkeit, nach Fairbehandlung der Generation. Das wäre das, was ich mir ganz, ganz oben auf die Fahnen geschrieben habe, was ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer schwarz-weißen politischen Bewegung ist, dass man erstens eine Rentenpensionseinführung einführt, also Rücklagen bildet und dass man eben eine Verpflichtung zur privaten Altersvorsorge macht, dass jeder eine private Rente im Alter hat. Und dann hat sich das Thema Altersarmut in vielen Bereichen schon erledigt. Und was eben angeht mit der Bedürftigkeitsprüfung, also wenn man das mit der Grundsicherung und so weitermacht und sagt, wer 35 Jahre gearbeitet hat, kriegt eben 10% mehr Sozialhilfesatz. Das ist eine relativ einfache Angelegenheit. Vielleicht, wie hoch ist der Satz heute? 424 Euro oder so. Dann wären das 42,40 Euro mehr. Und ja. Und die Frage ist dann eben, was macht man mit der Riester-Rente? Wenn jemand Riester-Rente abgeschlossen hat, da kann man ja nicht voll anrechnen. Ansonsten ist derjenige, ja, wie ich schon vorhin schon gesagt habe, hat die Arschkarte, der eben das gemacht hat. Und derjenige, der es eben nicht gemacht hat, der profitiert. Und das ist eben auch eine Frage der Gerechtigkeit, das muss man einfach mal so sagen. Und es ist wirklich abenteuerlich oder, was heißt abenteuerlich, es ist schlimm, dass das in diesen Diskussionen nicht angesprochen wird. Weder von der Moderatorin, noch von den politischen Parteien, der Regierung, noch nicht auch von der Opposition nicht, auch wenn die jetzt in dem Fall nicht eingeladen ist. Ich will denjenigen helfen, die bedürftig sind, aber wir können das Geld nicht einfach so rauspulvern. In dieser Sitzung der Fraktion der CDU-CSU hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer völlig rausgehalten. Hätte ja, sie, wären sie dabei gewesen? So ein bisschen schon. Es gab ja einen Live-Ticker. hätten Sie gefunden, dass die Parteivorsitzende da schon klare Führung zeigen muss? Wie gesagt, ich war bei der Diskussion nicht dabei, von daher kann ich nicht sagen, wie sie abgelaufen ist, wie die Leute sich da
zu Wort gemeldet haben, weil die Kanzlerin gesprochen hat, weil man jetzt erwartet hätte, dass vielleicht der Fraktionsvorsitzende, der Parteivorsitzende oder wie auch immer etwas sagt. Dafür muss man, glaube ich, live dabei gewesen sein, um das bewerten zu können. Gut, aber Sie haben es ja immerhin sehr rasch kommentiert. Herr Künert, wenn die Kanzlerin ausgerechnet der SPD entgegenkommen möchte und nun für diesen Kompromiss kämpft, würde sich die SPD denn damit zufriedenstellen? Ist nicht besser, einen Kompromiss zu haben, als eigentlich gar nichts? Also nach Neuwahlen, mit wem, mit welcher Koalition wollte die SPD sowas umsetzen? Wir wollen eine Lösung bei diesem Thema haben, das ist überhaupt gar keine Frage. Okay. Das ist ja mittlerweile auch ein offenes Geheimnis, dass der Termin vom vergangenen Montag verschoben wurde. Das ist auf Wunsch der Union passiert, weil letzte Woche Freitag eine Bildmeldung reinkam, die Union sei eingeknickt bei diesem Thema. Danach gab es dort große Aufregung und jetzt gibt es halt nochmal Aufschub. Ich hatte den Eindruck, unsere Leute waren weitgehend zufrieden mit dem, was dort vereinbart wurde. Das ist nicht die reine sozialdemokratische Lehre, die wir uns gewünscht haben, ja. Aber es erfüllt den Anspruch, den wir haben wollten, für eine erhebliche Anzahl von Menschen die Lebensleistung besser anzuerkennen. Wir sind nicht der Meinung, dass es hier um eine Konfettikanone geht. Das ist schon eine erhebliche Aussage bei Leuten, die 5, 6, 7, 800 Euro Rentenanspruch haben und einen kleinen, fast schon eher symbolischen Aufschlag bekommen sollen, von einer Konfettikanone zu sprechen. Ich glaube, wir sollten uns in der Politik auch überlegen, wie wir... Sag's doch mal wieder, es geht gar nicht mal um den Aufschlag, es geht gar nicht mal um den Aufschlag, den die Leute bekommen. Der Aufschlag, der ist ziemlich gering. Entscheidend ist, werden die Riester-Rentenerträge, die Riester-Rente, wird die Riester-Rente angerechnet, ja oder nein? Wenn es eine Mindestrente gibt ohne Bedürftigkeitsprüfung, wird die Riester-Rente nicht angerechnet. Es gibt ja nichts, es ist ja keine Grundsicherung mehr, also es ist ja keine Bedürftigkeitsprüfung, es wird einfach gemacht. Und wenn Sie eben als Rentner der sogenannte Silver Worker sind, also auf 54 Euro Basisgeld dazu verdienen, wird Ihnen auch nichts angerechnet. Hm? Meines Erachtens könnte man schon Vermögen wenn hinzuziehen, wenn man das möchte, aber weil man das geerbt hat, wie auch immer, ich weiß nicht, im Grunde kann man es auch ganz lassen. Also entscheidend ist letztendlich, dass wenn Sie arbeiten oder Leistungen gebracht haben, Sie haben Riester-Rente immer schon eingezahlt, weil sie arbeiten als Silberworker, dass sie da nicht bestraft werden. Das ist der entscheidende Punkt. Ob das nun bei ein paar Euro aufgestockt wird oder nicht, das ist letztendlich jetzt zwar auch jetzt nicht vollkommen unwichtig, aber entscheidend sind diese Anrechnungsgeschichten. Die Frage, mit unseren Worten umgehen und auch wie sich Respekt durchfordert. Haben Sie schon gesagt, Sekunde, Sie würden damit Stichwort Kompromiss suchen? Nicht nur die Bundeskanzlerin dupieren, sondern gegebenenfalls auch ihre Vorsitzende und das wäre Ihnen Schnurz? Es geht mir um die Sache. Gut, mir darum, dass wir in Zukunft. Und wenn Sie in sehr, sehr hohen Mietregionen wohnen, was ich in Frankfurt, in München, ja, wo Sie dann Mieten haben für eine 50 Quadratmeter Wohnung von 750 Euro kalt, ja, und plus den normalen Regelsatz, dann kommen Sie, weiß ich, auf 1200 Euro Grundsicherungsbedarf. Und wenn die Grundrente, weiß ich, 900 Euro beträgt, ich weiß gar nicht genau, wie viel es aktuell da ist im Vorschlag, sind Sie immer noch 300 Euro unterhalb der Grundsicherung. Ja? Dann müssen Sie wieder Grundsicherung beantragen. Und wenn Sie die Riester-Rente noch dazu haben und das eben ohne Anrechnung gezahlt wird, dann kommen Sie vielleicht klar. Deswegen, die Grundrente wird nicht grundsätzlich dazu führen, dass niemand mehr auf Grundsicherung angewiesen ist. Es kommt darauf an, wie hoch der Bedarfssatz ist in der Region, wo Sie wohnen. Wohnen Sie in Münden oder in den größten Teilen Ostdeutschlands, ja, wo die Mieten nicht bei 7, 8 Euro sind, dann kommen Sie mit der Grundrente gut klar. Dann haben Sie den Bedarf gedeckt, aber wohnen Sie, was ich in München, Frankfurt, wo Sie, was ich, 15 Euro je Quadratmeter kalt Miete zahlen, dann kommen Sie eben nicht klar. Und dann nützt die Grundrente, um den Grundbedarf zu sichern, auch nichts. Ja, deswegen, auch das muss man mal ganz klar sagen. Das muss alles mal in der Diskussion berücksichtigt werden, das wird es eben nicht gemacht. Deswegen ist das eigentlich alles ein oberflächliches Blabla. Da werden Witze gemacht, da wird versucht, sympathisch rüberzukommen, aber das löst das Problem überhaupt nicht. Reden wir über die Sache und fassen noch mal ganz kurz zusammen, worum es bei der Grundrente eigentlich geht. So, gut.
Grundsätzlich ist man sich einig bei der Grundrente. Sie soll kommen und steht im Koalitionsvertrag. Wer jahrzehntelang gearbeitet, aber wenig verdient hat, soll eine Rente erhalten, die zum Leben reicht. Die Pläne des Sozialministers, wer nach 35 Beitragsjahren weniger als 896 Euro Rente erhält, bekommt einen Zuschlag von bis zu 448 Euro. Jetzt aber kommt die Streitfrage. Ob jemand bedürftig ist, will die SPD grundsätzlich nicht prüfen. Also ob sonstiges Vermögen vorhanden ist, ob es zusätzliche Renten oder Mieteinnahmen gibt, soll keine Rolle spielen. Ja, deswegen ist es ja eine Mindestrente und eben keine Grundsicherungsrente. Die Grundsicherungsrente ist eben das vom Sozialamt. Ne? Auch nicht das Vermögen des Ehepartners. Für die SPD eine Frage des Respekts. Die Union lehnt das ab. Bedürftigkeit müsse bei Sozialleistungen grundsätzlich geprüft. Ja, das ist dann eben keine Sozialleistung, die Rente, sondern die Rente wird ja gezahlt von der Bundesrentenversicherungsanstalt und eben nicht vom Sozialamt. Das heißt, die Leistung kommt eben von der Rentenversicherungsanstalt und die wird dann geleistet aus der Solidarität der anderen Rentenversicherungsbeitragszahler. Beziehungsweise aus dem Bundeszuschuss zur Rentenversicherung, aus dem Bundeshaushalt. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Das Sozialamt hat damit dann nichts zu tun. Das Sozialamt sieht, wenn es immer noch nicht reicht, ich habe es ja gerade gesagt, wenn Sie in München oder Frankfurt wohnen, Sie haben eben 15 Euro Kaltmiete, je Quadratmeter, und dann kommen Sie, weiß ich, auf den Gesamtbedarf mit Ihrem Regelsatz von, weiß ich, 1.100, 1.200 Euro, dann kommen Sie halt nicht klar. Ja? Werden im Interesse der Steuerzahler und Beschäftigten. Eine Kompromisslinie gibt CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn vor, mit einer harten Einkommensprüfung als Bedürftigkeitsprüfung, sodass nur Rentner unterstützt werden, die trotz mehr als 35 Jahren Arbeit sehr wenig zum Leben haben. Ja, Rentner mit Mieteinnahmen hat er geschrieben und das steht da eben nicht. Das haben sie verschwiegen. Das Entscheidende bei der Sache, was ich auch schon bei dem Video bei Frank Plasberg am Montag zu kritisieren habe, ist, es wird nicht unterschieden, ob jemand Vollzeit gearbeitet hat oder Teilzeit gearbeitet hat. Hat jemand 40 Stunden Vollzeit gearbeitet, soll er die gleiche Rente bekommen als jemand, der 20 Stunden Teilzeit gearbeitet hat. Und dann müssen Sie sich eben fragen, ob das sozial gerecht ist, ob Sie, wenn Sie 40 Stunden gearbeitet haben, das gleiche kriegen, als wenn Sie 20 Stunden die Woche gearbeitet haben. Ich sage, nein, das kann es nicht sein. Und diese Problematik wird hier auch nicht angesprochen. Und jetzt vielleicht nochmal die Problematik angesprochen über den Bereich, wenn jemand eben 45 Jahre gearbeitet hat oder jemand, der 35 Jahre gearbeitet hat. Jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat, muss auch deutlich mehr haben als jemand, der 35 Jahre gearbeitet hat. Jetzt kommt eine Frau hier, die 45 Jahre gearbeitet hat. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, liebe Zuschauer, nun könnte man meinen, mit der Grundrente brechen für ältere Menschen goldene Zeiten an. Ganz so wird es nicht kommen. Mit Diamanten versetzt. Mit Diamanten versetzt, sagt Christa Fieten, die heute bei uns ist. Frau Fieten, ich erzähle ganz kurz. Sie hatten zwei Kinder großgezogen als Taxifahrerin und 178 Euro Rente. Ja. Dazu kommt eine kleine Witwenrente und eine Betriebsrente. Das macht knappe 1.000 Euro im Monat. So. So, und da muss man erst mal fragen, haben Sie Vollzeit gearbeitet oder haben Sie Teilzeit gearbeitet? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Kommt die Frage jetzt? Fragezeichen. Und damit sind Sie wahrscheinlich zu reich für eine Grundrente. Finden Sie das gerecht? Für die Grundsicherung bin ich sogar zu reich schon. Für die Grundsicherung sind Sie auch schon zu reich. Das heißt, für die Grundsicherung sogar schon. Die Grundsicherung ist das Niedrigste, was es überhaupt nur gibt. Ja, das ist also schon mal komplett falsch verstanden. Die Grundsicherung ist das Niedrigste, was es gibt. Das ist das absolute Existenzminimum. Ja. Jetzt reden wir über die Grundrente, also Aufstockung von besonders schmalen Renten. Dafür wären Sie wahrscheinlich auch schon zu. Die Grundrente ist nicht die Aufstockung von kleinen Renten, sondern die Grundsicherung ist die Aufstockung von kleinen Renten. Kleine Renten reichen nicht aus zum Leben, dann müssen die Leute zur Stadt gehen und eben Sozialhilfe ergänzend zur Rente bekommen. Das nennt man dann Grundsicherung. Wohlhabend. Ist das gerecht in Ihren Augen? Nein. Also man muss die Begrifflichkeiten schon sauber auseinanderhalten, was bedeutet. Und das ist also ganz niedriges Niveau und ich bin sehr unzufrieden. So ein Monat ist
bislang. Wie schaffen Sie das? Erstens mal habe ich eine Gott sei Dank noch geringe Miete und zweitens gehe ich zur Tafel. Sie gehen zur Tafel? Ich gehe jede Woche zur Tafel, jeden Donnerstag und hole mir da für... Tja, und da ist eben das nächste Problem. Sie muss Miete bezahlen. Da ist eben im Bereich der Eigentumsförderung eben viel schiefgegangen. Der Wohnungsmietkauf, das ist ja der neueste große Schlager, den ich auch in meinem Parteiprogramm übernommen habe. Das habe ich übernommen von einer Empfehlung des Deutschen Instituts für Wirtschaft, die gesagt haben, wir brauchen mehr Eigentumswohnungen in Deutschland. Wir fordern einen Wohnungsmietkauf. Das heißt, die Leute wohnen in ihrer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft, da zahlen sie normalerweise ihre Miete. Da wird das eben so gemacht, dass sie eben nicht ihre Miete bezahlen, sondern sie zahlen eben jeden Monat ihre Leistung, aber dahingehend, dass sie das Objekt kaufen. Ja, sie zahlen sozusagen Raten, als nennt man Mietkauf. Dass sie eben ihre Wohnung dann abbezahlen. Das heißt, am Ende ihres Lebens ist es eben nicht ihr, was wie es heute ist, ist es eben nach wie vor Eigentum des Staates, sondern es ist dann ihr Eigentum. Und wenn sie dann eben keine Miete bezahlen müssen und 1.000 Euro im Monat haben, sie zahlen keine Miete, dann bleiben eben, weiß ich, nach Wohnkosten 800 Euro über. Und wenn 800 Euro überbleiben, dann brauchst du auch nicht zur Tafel gehen. Kannst du zwar trotzdem machen, aber dann hat sie zumindest genug, dass sie über die Runden kommt. So ist es eben nicht der Fall. Ja? Und das ist eben armselig. Und die private Altersvorsorge ist eben hier auch nicht abgeschlossen worden, sondern es wird eben hier von einer Witwenrente gesprochen, die dazu kommt. Eine private Altersvorsorge wurde ebenfalls nicht abgeschlossen und da muss eben jetzt die Diskussion kommen, wieso wird die private Altersvorsorge nicht zur Verpflichtung gemacht? Das ist der entscheidende Punkt. Und ich habe es in meinem Parteiprogramm reingeschrieben, 6% des Bruttoentgelts muss in einer privaten Altersvorsorge eingezahlt werden und bei Berufen, wo man früher in Rente gehen muss, sogar 8%. Dann hat jeder im Alter eine private Art des Einkommens. Und wenn es eben dazu führt, dass die 6%, wenn die abgezogen werden, dass es eben nicht reicht zum Leben, dann muss es eben dann in der Zeit eben vom Staat Wohngeld und so weiter zur Aufstockung geben. Gar keine Frage. Da habe ich Ihnen das letzte Mal bei Frank Plasberg das auch erzählt. Wenn Sie Arbeitnehmer sind, sind Sie jung, sind fit, mental fit, körperlich fit. Sie können zur Behörde gehen, die ganzen Anträge ausfüllen und bearbeiten. Wenn Sie alt sind, haben Sie vielleicht Demenz, Sie haben vielleicht einen Schlaganfall gehabt, sind vielleicht nicht mehr mobil und es fällt Ihnen alles schwerer, zum Amt zu gehen und irgendwelche Formulare auszufüllen. Und was passiert am Ende, wenn Sie es nicht mehr können? Entweder Sie stellen einen Antrag nicht oder aber Sie brauchen eine Berufsbetreuung, die Ihre Rechts- und Ordnungsangelegenheiten letztendlich regelt. Und das kostet wiederum Geld. Und das ist bürokratisch und kostet Geld. Und dann ist die Frage eben, wie man es handhabt. Und ich sage es Ihnen ganz deutlich, der Rentenpersonenfonds muss kommen, damit das Rentenniveau nicht absinkt, sondern eher steigt. Und die Verpflichtung zur privaten Altersvorsorge muss ebenfalls kommen, damit jeder im Alter auch private Rente hat. Und der Wohnungsmietkauf muss auch kommen, damit mehr Leute, wenn sie Rentner sind, in ihrer Eigentumswohnung wohnen und eben keine Miete mehr zahlen müssen. Und dann hat man das Problem am besten gelöst. Und da kommt eben nichts. Da kommt keiner und sagt, wir machen Wohnungsmietkauf. Da kommt keiner und sagt, wir machen Rentenpersonenfonds, damit das Rentenniveau steigt. Da kommt keiner und sagt, wir machen Verpflichtung zur privaten Altersvorsorge. Und das ist erbärmlich. Erbärmlich schlecht sind die. Da können sie ihre Witze machen und cool rüberkommen und in die Kamera lächeln, schön Zähnchen zeigen, was weiß ich nicht alles. Es nützt gar nichts, zumindest nicht bei mir. So, jetzt sind wir schon 15 Minuten im Verzug. Nahrungsmittel ab. Also Obst, Gemüse. Es ist vollkommen unnötig, was da ist. Vollkommen unnötig. Das ist das Ergebnis von vollkommen falscher Politik. Politisch hart diskutiert, ob man bei dieser Gruppe den Besitz der Menschen prüfen soll. Also ob man noch Mieteinkünfte, ob man eine Wohnung, ob man ein Haus, ob man ein Konto überprüft. Fänden Sie das fair? Nein, denn das Haus oder die Eigentumswohnung, das wurde erarbeitet. Das wurde ja nicht von Steuergeldern bezahlt, sondern die Leute haben dafür ja gearbeitet, um sich das leisten zu können. Warum sollen sie das? Naja, also in dem Fall ist es eben so, der von der CDU, der sagt, nee. Ne? Also wichtig ist, dass die Leute Eigentum haben. Die Frage ist, ist es angemessen oder ist es unangemessen? Wenn die Leute Eigentum haben und sie haben eine Rente von 1.000 Euro, ja, wenn sie natürlich ein Haus haben,
mit Swimmingpool, mit Sauna, mit allem Schnickschnack, was extrem viel Strom kostet und Reinigung kostet und Wasser kostet. Ja gut, dann kann es sein, dass die Rente von 1.000 Euro nicht ausreicht. Da muss man sich verkleinern. Ja, das ist auch klar. Ja, das geht dann nicht. Denn jetzt verlieren. Das war kein Lottogewinn. Wenn Sie. Ja, die Leute, die meistens sowas haben, die haben auch kein Einkommen von 1.000 Euro. Die haben viel mehr. Wenn Sie, Frau Fieten, eine Chance hätten auf eine solche Grundrente, würden Sie es als eine Zumutung empfinden, wenn man das überprüfen würde? Ja, ein bisschen überprüfen, ja. Aber nicht am, also nicht am Vermögen. Das, ja, nicht am Vermögen, weil das ist ja erarbeitet worden. Sage ich immer wieder, das ist erarbeitet. Letztendlich, wenn es eine Grundrente ist, eine Mindestrente ist, oder sagen wir mal, ein Mindestniveau an Rente ist, das wird über die Rentenversicherungsanstalt gezahlt, dann ist alles andere aus der Diskussion raus. Ja, das muss den Leuten klar sein. Das Ganze wird geleistet, angehoben von der Rentenversicherungsanstalt. Und der Bescheid, der von der Rentenversicherungsanstalt kommt, der wird dann vorgelegt bei der Sozialbehörde. Und dann wird dann entschieden, brauchen sie überhaupt noch was oder brauchen sie nichts. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Und das andere ist eben so, man kann alles so lassen, wie es ist, mit Vermögensanrechnung, mit allem drum und dran, dass man sagt, okay, wer über 35 Jahre gearbeitet hat, kriegt eben 10% höheren Regelsatz. Das heißt, wenn der Regelsatz 424 Euro ist, sind 10% 42,40 Euro. So, das ist dann mehr. Plus eben angemessene Wohnkosten. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem da liegt. Ja, das kann man doch jetzt nicht auch, naja, du hast das, du hast jetzt eine Lebensversicherung, dann wird es angerechnet. Erstmal auszahlen lassen, dann kannst du davon leben erstmal und dann können wir mal prüfen, ob du Grundsicherung kriegst oder Grundrente bekommst. So, also ein bisschen überprüfen heißt, ein bisschen, Einkommen überprüfen, wenn ja, sie wäre, aber eben nicht aber das Vermögen der Menschen. Aber nicht ins Detail. Okay. Sie haben, das war ganz entzückend zu verstehen, Sie sind ganz engagiert bei einem Verein, der heißt die Superarmen und ist hier in Berlin zu Hause. Okay. Da engagieren sich Arme für andere Arme. Genau. Und, das tun und Sie sind braun. Und Sie sind braun und Sie folgt dem Und sie folgt dem Slogan, ich will es nicht sagen. Mit Spaß und mit Weil wir das ja von der Pike auf gelernt haben, sozusagen. Ne? Sich also zu helfen. Sich zu helfen. Ja? Und arm zu sein. Das würden Sie sich mal jenseits der Tatsache, dass Sie sich da untereinander noch Wünsche erfüllen, was würden Sie sich von der Politik wünschen? Köln ist das DDR gewesen? Nee. Weil ansonsten macht es keinen Sinn, sich gegenseitig zu helfen. Naja. Wünschen. Was sollte als erstes geschehen im Zusammenhang mit den Rentenabsicherungen? Die sollen mal der Wirtschaft ein bisschen sagen, hier von wegen, stellt nicht nur die 1,50 Euro Jobber ein, sondern Festeingestellte, die denn gutes Gehalt kriegen, dann kriegen die auch mehr Rente, denn die die bessere Lösung wäre es, dass die Unternehmen einen großen Anreiz haben, Betriebsrenten zu bilden. Ne? Nur kleine Taxifahrerunternehmen machen keine Betriebsrente in der Regel. Oder wenn sie in einer Mensa arbeiten, da will ich nichts Falsches sagen, aber es gibt bei so kleinen Unternehmen gibt es viel weniger häufig eine Betriebsrente als bei Großunternehmen. Großunternehmen ist das die Regel, VW zahlt Betriebsrente, die Leute haben kein Problem. Die haben, erstens haben sie gut verdient, und zweitens kriegen sie Betriebsrente und da, also ein VW-Mitarbeiter, der da, weiß ich, jetzt 40 Jahre gearbeitet werden sie, in der Sendung geht es so, da habe ich noch nie gesehen, dass der da jammert, ich kann mit meiner von meiner Rente nicht auskommen. Ne? 1,50 Euro Jobber, ja? Das war ja früher das große Credo, alte Diskussion um die Einführung der Riester-Rente war, da sollte das Drei-Säulen-Modell sein. Der Staat, also es soll die Staatsrente geben, es soll die private Rente geben, es soll die Betriebsrente geben. Diese drei Säulen sollten das Altersarmut verhindern. Und jetzt sieht man eben hier an dem Beispiel, es gibt weder eine Betriebsrente, noch gibt es eine private Altersvorsorge. Es gibt eine eigene Rente zur eigenen Arbeitszeit. Die Frage ist jetzt, hat die Frau jetzt Vollzeit gearbeitet oder nicht? Ich vermute eher nein. Nichts dagegen zu also sagen. Also nicht zumindest 45 Jahre. Aber das wird ja alles nur vom Staat und dann leben die auch nachher vom Staat. Obwohl,
es kann ja sein, dass sie also in dem Bereich gearbeitet, wo es unterhalb, da gab es ja noch keinen Mindestlohn, dass Leute gearbeitet haben für 5, 6 Euro. Dann kann es natürlich auch sein. Da muss ich vorsichtig sein. Also da müsste man jetzt wirklich genau fragen, was da ist. Da müsste man auch mal nachfragen jetzt von Seiten der Moderatorin, wie das jetzt genau ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen persönlich, aber wenn Sie in eine Sendung gehen, da offenbaren Sie sich auch schon, man kann auch sagen, ich antworte darauf nicht, aber es wäre trotzdem interessant zu erfahren, wie es dazu gekommen ist. Ne? Ist der Staat dafür zuständig? Nein, eigentlich nicht. Das ist schon mal ein sehr kluger Gedanke. Sie sagen, die Menschen verdienen einfach auch zu wenig und damit haben sie dann auch schmale Renten. Es ist halt wenig. Wenn Sie ein Bruttoeinkommen haben, wenn Sie so Mindestlöhne sind, wenn Sie ein Bruttoeinkommen haben von 1.500 Euro und Sie haben dann eine Rente, eine Bruttorente, das sind ja meistens mal so, wie war das? 45%, glaube ich, vom Brutto. Dann kommen Sie eben bei ganz wenig raus. Dann kommen Sie eben bei 700 Euro raus, wo Sie voll gearbeitet haben. Das ist eben dieser Klassiker. 45 Jahre gearbeitet, kriegen 700 Euro Bruttorente raus. Das ist ja der Punkt. Die können ja nicht einzahlen, wenn sie nur 1,50 verdienen. Was zahlen die ein? Ja? Und die Großen, die verdienen dann ganz viel, zahlen dann auch nichts ein. Frau Fieten, klasse, dass wir Sie heute bei uns haben. Vielen lieben Dankeschön. Dank. Entscheidend ist hier die Betriebsrente. Ja? Ist hier die Betriebsrente. Die Verpflichtung zur privaten Altersvorsorge und die Betriebsrente. Das ist das A und O. Und eben, was bei mir angeht, eben der Rentenpensionsfonds, der hebt aber das gesamte Rentenniveau an, für alle. Hebt es das Rentenniveau nicht nur im kleinen Bereich, sondern im gesamten Bereich. Und der Wohnungsmietkauf. Ganz, ganz wichtig. Eigenheimzulage haben sie da eingeführt. In Form eines Baukindergeldes haben sie von mir geklaut, weil ich da richtig Randale gemacht habe und da aufgehetzt habe, dass, was sie da machen, eben was Einkommensgerechtigkeit angeht von Familien mit mehreren Kindern, die zur Miete wohnen und jemand, der Hartz IV bekommt, dass es ja unerträglich ist. Da sind sie eingeklickt bei der Bundesregierung, haben das Baukindergeld eingeführt. Eine Regelung, die vom Namen her vollkommen irreführend ist, da denken sie eigentlich nur, sie kriegen eine Prämie, wenn sie was bauen. Das ist doch das, wenn es heißt Baukindergeld. Nein, sie kriegen auch etwas, wenn sie etwas kaufen, was schon seit 50 Jahren besteht. Ja? Das ist sowas von irreführend, das ist ein solcher Schwachsinn. Das ist eben in Form des Begriffs, wird man irregeführt. Und wenn da von Grundrente gesprochen wird, Grundsicherung gesprochen wird, Mindestrente gesprochen wird, wie auch immer, die bringen die ganzen Begrifflichkeiten vollkommen durcheinander und können das überhaupt nicht subsumieren oder definieren, besser gesagt, was das denn überhaupt ist. Das können die gar nicht. Und das ist eben ganz, ganz niedriges Niveau. Frau Fieten hat 45 Jahre gearbeitet und kriegt eine sehr kleine Rente. Warum soll sie nicht mehr kriegen als ihre kleine Rente? Ich muss Frau Fieten sagen, wir verhandeln ja nun gerade hier in Berlin noch darüber, über die Frage, wo man anfängt. Und es gibt verschiedene Rechenmodelle. Zwischen 1.000 Euro und 1.400 Euro ist das, was momentan im Gespräch ist. Und von daher kann es auch durchaus sein, dass Frau Fieten darunter passt. Das ist, denke ich, auch angebracht. Von daher ist das noch Teil des Verhandlungsprozesses. Ich sage es ganz ehrlich, ich gönne jedem, der viele Jahre hart gearbeitet hat, dass er vielleicht ein bisschen früher in Rente gehen kann mit der Rente mit 63. Ich gönne auch jedem, dass wenn man eine kleine Rente hat, dass man jetzt eine Aufstockung bekommt. Ja. Ich gönne auch jeder Mutter hier einen zusätzlichen Mütterrentenpunkt. Aber es muss doch die Aufgabe der jungen Generation sein, auch noch zu fragen, wer soll das leisten? Können wir uns das auch in Zukunft leisten? Und sind wir nicht am Ende sonst in der Lage, dass wir in unserer Generation es erleben werden, dass wir viel, viel mehr Härtefälle haben, als wir heute haben? Und deswegen kämpfe ich so dafür, dass wir dieses System nicht so überblöden. Da ist der Punkt der Generationengerechtigkeit. Man könnte natürlich auch einfach sagen, man nimmt die Armutsgrenze der EU bei 60%. Generationengerechtigkeit bedeutet das, was die Michael-Ritzner-Partei macht. Die junge Generation genauso behandeln wie die alte Generation. Das heißt, es muss heute etwas länger gearbeitet werden. Das Geld, was der Staat dadurch mehr einnimmt und weniger ausgibt, wird in den Rentenpensionsfonds eingezahlt. Und die Einnahmen aus dem Rentenpensionsfonds führen dazu, dass die Generationen später die gleiche hohe Rente bekommen und genauso zum gleichen Zeitpunkt in Rente gehen können wie eben die Generationen davor. Und das ist Generationengerechtigkeit vom Allerfeinsten. Und diese Leute da sollten das Wort Generationengerechtigkeit ja nicht in den Mund nehmen.
Das wären 1035 Euro. Das schaffen andere Länder auch. In Ihrem Vorschlag, in Ihrem Konzept, Herr Kühnert, steht, wer über 896 Euro liegt, also knapp 900, hat keinen Anspruch auf diese Grundrente. Schafft das nicht einfach alles neue Ungerechtigkeiten? Das schafft dann neue Ungerechtigkeiten, wenn man den Anspruch verfolgt, mit einer Maßnahme alle Probleme mit Altersarmut und mit unserem Rentensystem zu lösen. Das ist nicht der Fall. Frau Fieten hat ja mit dem, was sie gerade berichtet hat, uns relativ klar gemacht, dass sie wahrscheinlich sogar nicht mal reinfallen wird. Und sie hat auch richtigerweise gesagt, kümmert euch um die Löhne und hat damit nochmal den wesentlichen Punkt des gesetzlichen Rentensystems in den Mittelpunkt gestellt. Rente ist das Ergebnis von Arbeit. Wer die Rente besser machen will in Zukunft, muss sich darum kümmern, dass Löhne höher sind, dass von der Produktivität, was bei den Beschäftigten ankommt, dass wir uns vielleicht mal über Beitragsbemessungsgrenzen oder Ähnliches unterhalten. Das sind Möglichkeiten, über die man reden sollte. Wir werden heute nur noch nachträglich die Biografien ein bisschen heilen können, bei denen wir nicht mehr in die Vergangenheit reisen können. Da geht es vor allem um Frauen. Wir reden zu 80% über Frauen bei der Grundrente und über viele Leute in Ostdeutschland. Wir haben zwar eine hohe Frauenerwerbstätigkeit im Osten, ob arbeiten dürfen. Über solche Leute reden wir. Deren Leben können wir 40 Jahre später nicht mehr anders machen. Aber wir können der Leistung, die sie ja zweifelsohne erbracht haben, in der Kindererziehung, in der Pflege und in der Erwerbsarbeit, anders bewerten. Und das versuchen wir zu machen. Und zwar für 3 Millionen Leute und nicht für 300.000 Leute. Aber die würden sich mit der wir nicht schon zu geringen an und wir sind bei der alles entscheidenden Frage, bekämpft man, Herr Peichel, mit dieser Grundrente eigentlich Altersarmut? Ja, nicht wirklich und vor allem also nicht, wenn es ohne Bedürftigkeitsprüfung ist, weil dann ist es wie Herr Kuban schon sagte, die Gießkanne oder die große Kanone, man verteilt das Geld an zu viele Leute. Das wäre und was auch noch der Fall ist, wenn man ansetzt, dass man erst ab 35 Beitragsjahren ansetzt, dass man viele Leute nicht erwischt, die von Altersarmut bedroht sind. Denn wenn man mal schaut, wer arm ist, wer Grundsicherung im Alter bekommt, wer unter die Armutsgrenze fällt, dann sind das Personen, die sehr unregelmäßige Erwerbsbiografien haben, die kaum gearbeitet haben, die manche Selbstständige. Achso, die meinen, die kommen dann gar nicht auf diese 35 Jahre. Und das ist sozusagen, deswegen kriegt man die Altersarmut nicht in den Griff. Das ist ja auch keine Lebensleistungsrente. Wenn Sie 10 Jahre gearbeitet haben, dann ist es keine Lebensleistungsrente. Ist doch logisch. Man muss das Gesamtsystem sich anschauen. Ich glaube nicht, dass man sozusagen mit der Grundrente und vor allem die Ausgestaltung ohne Bedürftigkeitsprüfung führt. Da stehen mir die Haare zu Berge, meine Damen und Herren. Wenn man es jetzt bekommt, so ungefähr bei 80% bis 80% des Durchschnittslohns, war ja ein Vorschlag, dass man so 0,8 Entgeltpunkte hat, dann kann man seine Arbeitszeit reduzieren, seine Entgeltpunkte reduzieren, um später keine Bedürftigkeitsprüfung zu bekommen. Das heißt, ich gehe aus der gesetzlichen Rente raus, werde selbstständig nebenbei oder mache einen Minijob, spare mir das Vermögen an und kann entsprechend darauf reagieren. Und das sind jetzt 80% des Durchschnittseinkommens geht bis 2.500 Euro brutto. Also es ist jetzt nicht so, dass man davon nicht leben könnte und nicht auch was ansparen könnte. Das heißt, ob man was ansparen kann oder nicht, hängt immer davon ab, ob jemand Miete zahlen muss und wenn er oder und wie viel Miete er bezahlen muss. Ne? Ob er in einem Hochmietpreisgebiet wohnt oder in einem Niedrigpreisgebiet oder ob soziale Wohnungen zur Verfügung stehen oder nicht. Das sind entscheidende Dinge. Ich bin mit allen Leuten der Diskussion mehr oder weniger völlig unzufrieden, weil die wahren Probleme des Ganzen überhaupt nicht kapiert haben. Es braucht Tatbestände, Frau Bendel, jetzt kommt Ihre Chance. Wenn wir mit der Grundrente tatsächlich gar nicht so fundamental Altersarmut treffen, weil Langzeitarbeitslose da nicht in den Genuss kommen, weil Selbstständige, die sich selbst ausbeuten, nicht in den Genuss kommen und andere mehr, kämpfen wir da an der falschen Stelle? Also es ist ja immer so in politischem Handeln, dass man an vielen Stellen kämpfen muss. Wir fordern auch natürlich Verbesserungen für Menschen, die Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner sind, die also wegen einer chronischen Erkrankung, einer Behinderung beispielsweise nicht arbeiten können oder nicht mehr so viel arbeiten können. Und genauso ist es ja auch für uns ein wichtiges... Da geht es um die Vollerwerbsunfähigkeitsrente oder es geht um die Teilerwerbsunfähigkeitsrente. Wenn Sie eben, weil Sie arbeitsunfähig sind, nicht mehr arbeiten können, ist es was anderes, als wenn Sie freiwillig nicht mehr gearbeitet haben, weil selbstständig waren, weil sie, ja, da müssen sie eben die Leute verpflichten, letztendlich, wenn sie selbstständig sind, private oder gesetzliche Rentenversicherungsbeiträge einzuzahlen. Wenn sie das verhindern wollen, nicht? Da muss man da ansetzen. Das
ist aber auch alles nicht in der Diskussion. Es geht ja letztendlich geht es einfach nur darum, soll jemand, der mal 35 Jahre gearbeitet haben, Aufstockung bekommen von 10% des Satzes oder nicht? Thema, dass wir alle in die Rentenversicherung einbeziehen, auch die Selbstständigen, die man damit dann auch vor natürlich mehr Altersarmut schützen kann, indem sie von Anfang an einbezogen werden in die gesetzliche Rentenversicherung. Ja. Aber ich bin schon der Meinung, dass eine Grundrente natürlich in erster Linie wirklich eine Rentenleistung ist, die jeder bekommt, der in seinem Leben viel macht, der arbeitet, der pflegt, der Kinder erzieht. Und das ist genau der Punkt. Und wenn wir für die Menschen was tun können, und es wird auch für sehr viele Menschen wirklich eine gute Maßnahme sein, die im Moment mit sehr wenig Geld leben, die beispielsweise auch keine Grundsicherung im Alter beantragen. Es sind ganz viele Menschen nicht, aus Scham, 70% der Anspruchsberechtigten gehen gar nicht zum Sozialamt und beantragen die Grundsicherung im Alter, weil sie entweder gar nicht wissen, dass es das gibt, oder weil sie eben sagen, hey, das ist so peinlich, vielleicht werden meine Kinder dann irgendwie rangezogen und ich mache das einfach nicht. Und deswegen würde ich schon sagen, ist das eine Maßnahme, die im Moment ganz, ganz wichtig ist für viele Menschen, die in versteckter Armut leben, die Angst vor Altersarmut haben und die natürlich auch für junge Menschen ganz klar macht, wenn du hier was einbringst in die Gesellschaft, wenn du arbeitest, wenn du Kinder erziehst, Menschen pflegst in deinem Umfeld, dann hast du auch was davon. Also für mich ist das wirklich auch so eine Vertrauensgeschichte, dass man weiß, es ist hier wirklich eine Honorierung von dem, was wir in unsere Gesellschaft einbringen. Und für mich ist diese ganze Frage, muss die Bedürftigkeit geprüft werden, so ein bisschen absurd, weil wir haben das bei vielen anderen Leistungen auch nicht. Also beispielsweise beim Kindergeld, was richtig ist, Gottes Willen, nicht, dass morgen in der Presse steht, die VdK-Präsidentin möchte eine bedürftigkeitsgeprüfte Kindergeldleistung. Will ich nicht. Ich finde, jeder, der Kinder hat, hat das auch verdient, dass es gefördert wird und hat richtig viel Anerkennung dafür verdient. Und genauso ist es bei der Grundrente. Wer wirklich viel einbringt, der braucht danach nicht zum Sozialamt gehen und genau wie die Grundsicherung dann die gleichen Richtlinien ertragen müssen. Das kann das ist ein gutes Argument. Wir geben es straight ahead zu von CDU-Seite von den Willenbesitzern die Rede, die angeblich kennen die einen. Diese Willenbesitzer-Diskussion, die will ich auch nicht finden, die Zahnarztgattin und die Gattin von irgendwelchen DAX-Managern. Gattin, das ist alles sagen. Gattin, ich auch gerne sagen. Ich finde das auch nicht gut. Ich habe da auch kein Problem mit, aber wir müssen natürlich auch ehrlich sein. Wir sind es momentan noch Gattinnen und wir hoffen darauf, dass sich das verändert. Ich will nur trotzdem sagen, es geht darum, dass wir auch das Stigmatisierungspotenzial verringern. Weil wir haben alle nichts davon, wenn das 2021 eingeführt wird und danach die Boulevardblätter voll sind, davon zu erzählen. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ja, ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Auslandsrentner erfasst. Diejenigen, die in der türkischen Riviera liegen oder diejenigen, die in Spanien auf ihrer Finca sitzen, die kassieren dann, es gab schon mal die Diskussion um den sogenannten Florida-Rolf, Sie erinnern sich vielleicht, da gibt es dann Leute, die das Ganze kassieren und die würden das nach unserem Modell nicht kassieren. Das war ja nur Missbrauch ohne Ende. Das war ja nun kriminell, was da abgelaufen ist. Der Mann oder die Frau als Ehepartner oder aber durch Unterhaltsansprüche oder ähnliches hinzu beiträgt, dann muss nicht der Staat einspringen. Es soll als erstes mal die Familie einspringen, aber das ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, für das wir auch stark stehen. Für das Sie stehen. Und jetzt ist ja trotzdem die Frage, warum war Ihnen die Bedürftigkeit bei der Müllrente piepegal? Warum ist es bei den Subventionen fürs E-Auto piepegal? Warum ist es beim Kindergeld piepegal? Und warum wird ausgerechnet bei der Grundrente jetzt so darauf gepocht, dass man... Also es gibt auch viele andere Leistungen, wo es eine Bedürftigkeitsprüfung gibt. Sehen wir beispielsweise ja auch das Thema Grundsicherung oder anderes, wenn wir jetzt das Thema Kindergeld nehmen, was Frau Bentele angesprochen hat, dann muss man doch einfach mal sagen, jedes Kind, was in Deutschland geboren wird, kostet die Eltern bis zum 18. Lebensjahr 130.000 Euro. Ja? Und dass der Staat sagt, ich will Kinder fördern, ich will, dass Kinder in die Welt gesetzt werden, das ist doch ein Anreizsystem, das muss man doch unterstützen. Das kann man doch nicht einfach von Ja, Kinder kosten bis zum Alter werden 130.000 Euro. Deswegen habe ich gesagt, das Kindergeld muss verdoppelt werden, damit der Kinderzug abgeschafft werden kann. Das Motto der Michael-Ritzner-Partei, der schwarz-weißen Bewegung heißt, Kinderarmut verringern, Einkommensgerechtigkeit schaffen, indem der Kinderzug abgeschafft werden kann und die Geburtenrate damit erhöhen. Das ist der Dreiklang, den wir erreichen wollen mit der Kindergeldverdopplung. Und wenn so jemand so redet, ja, Kinder kosten nur 30.000 Euro, bis sie groß sind, ja, dann muss der Staat eben dort mehr leisten. Ja? Und dann müssen eben dafür die Steuern erhöht werden, damit man das leisten kann oder woanders eben weniger gemacht werden. Und
Ja, und dann muss das eben auch von dem CDU-Mann kommen. Es wird immer nur gefordert, gefordert, gefordert. Es wird jedem alles versprochen. Nicht? Und es ist auch da die Frage der Seriosität. Wenn sie jedem alles versprechen und die Leute sind abgestumpft, die wissen, die Politiker versprechen fast jedem alles. Ne? Und die hören schon gar nicht mehr zu und ja, gehört zum Geschäft dazu, dass es gemacht wird. Und darunter leide ich. Was ich den Leuten verspreche und ich den Leuten sage, das kann man 1:1 genau so umsetzen. Genau so. Und ich habe auch klipp und klar unter Finanzierung die ganzen Sachen aufgeführt, was da wie wo geleistet werden muss, damit das möglich ist. Offen und ehrlich, 100% transparent, 1:1 praktikabel vor allen Dingen auch, umsetzbar. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass das nicht verlegt wird. Jetzt aber die Frage aus, warum soll denn, bleiben wir doch bei diesem populistischen Beispiel, warum soll denn jetzt der Auslandsrentner in der türkischen Riviera 6.000 Euro Förderung für sein E-Auto bekommen, aber nicht den Grundsteinsbau kriegen? Naja, das kann er ja gerade noch machen, das ist ja ein Weg dazwischen, kann er ja überführen, das Auto. So, aber warum soll der das kriegen und bei der Grundsteinbau nicht? Weil es da um Anreize geht, es geht um die Anreize, außerdem muss das Auto in Deutschland angemeldet sein, das weißt du auch, von daher geht es auch darum, wo man das Ganze anmeldet. Wir wollen in Deutschland Förderung geben. Wir wollen in Deutschland Anreize liefern. Dafür setzen wir uns ein. Wir wollen hier die Klimawandel schaffen. Du kannst doch nicht einfach sagen, ja, wir machen so genauso weiter und hoffen, dass das dann kommt. Es soll so, eben also keine soziale Arme-Leistung sein, sondern es soll eine Anerkennung von Lebensleistung sein. Dafür hat sogar schon mal unsere von denjenigen wollen wir ja auch was zahlen. Ja. Niemand will keine Grundrente zahlen. Wir wollen denjenigen die Grundrente zahlen, die wirklich bedürftig sind. Wo kein anderer in der Familie, beispielsweise der Ehepartner oder durch Unterhalt... Die Frage ist letztendlich, soll diese Leistungserhöhung von der Rentenversicherungsanstalt finanziert werden oder soll diese Leistungserhöhung vom Sozialamt finanziert werden? Das ist letztendlich entscheidend. Und dann ist auch die Frage, wer dann letztendlich insgesamt für diese Mehrkosten aufkommt. Ist es die Bundesrentenversicherungsanstalt, ist es die Rentenversicherungsanstalt? Und dann wird der Bundeszuschuss zur Rentenversicherungsanstalt steigen. Aber wenn es eben andere Sachen ist, dann ist es, glaube ich, die Kommune, die zuständig ist bei Sozialhilfeleistungen. Ja, die das zumindest managt. Da muss ich nochmal nachgucken, ob die das irgendwie erstattet bekommen. Aber meistens ist es so, dass es die Kommune finanzieren muss. Das ist der entscheidende Punkt bei der ganzen Geschichte. Und da muss man, wenn man das mit Bedürftigkeitsprüfung macht, muss man letztendlich die Kommunen dann mit mehr Geld ausstatten, dass es überhaupt machbar ist. Das heißt, man muss im gesamten Finanzsystem Verschiebungen vornehmen. Während wenn man die Rentenversicherungsanstalt das Niveau aufstocken lässt, dann hat man beim Bundeshaushalt das Problem oder muss man vielleicht den Rentenbeitragssatz erhöhen. Ja, das ist dann viel weniger Bürokratie und viel weniger Änderung. Und auch das muss man mal erwähnt haben und darüber wird auch nicht gesprochen. Es ist halt, die Diskussion ist letztendlich insgesamt, es könnte noch schlechter sein. Also ich will jetzt das nicht vollkommen niedermachen. Es werden auch einige Sachen angesprochen. Ich merke auch, man gibt sich irgendwie ein bisschen Mühe, aber letztendlich so richtig tiefgreifend, wie das Problem ist und auch die Moderatoren, wenn sie schon keine Opposition einlegen, bei den Parteien, bei den Abgeordneten habe ich mich beworben, dass ich da arbeiten kann. Das hat mich eingestellt. Die totale Ablehnung. Jetzt habe ich habe es letztes Mal schon gesagt, am Montag studiere Arbeitslehre. Da müssen man im Modul 3 muss man ein Betriebspraktikum machen. Und ich habe mich beworben bei Stadt, beim Hessischen Rundfunk, bei der Polizei und bei einigen kleineren Unternehmen. Und es war nicht möglich, dort ein Betriebspraktikum von 4 Wochen abzuleisten. Das Praktikum muss weder bezahlt werden, weil es ein Pflichtpraktikum ist. Es ist kostenlos, es ist eine kostenlose Arbeitskraft, die man da rein Armutszeug ohne gleichen. Eine Anerkennung für Lebensleistung sein. Da soll bezahlt werden. Aber wir wollen nicht allen Leuten zahlen und das einfach nur so auspuffern. Herr Peichel, wir hatten Geld für die Mütterrente. Wir hatten Geld für die Rente mit 63. Genau. Fast vergessen. Ganz viel Geld. Ist jetzt plötzlich für die Armen keins mehr da? Kein Geld, Mann? Schon mal nicht. Geld wäre genug da. Also wir sind ja zwar noch ein bisschen in der Rezession, aber es sieht jetzt ja nicht so aus, dass die Steuernahmen so weit zurückgehen. Also wir hätten noch Geld. Das ist natürlich aber immer ein Verteilungsspiel, auch jetzt in der Koalition, wo es darum geht, wo man das Geld da kriegt. Da grinst der CDU-Mann, ne? Geld wäre die da. Die Leute jetzt verklickern, weil es gibt kein Geld. Da ist kein Geld da. Aber Geld für Bildung, Geld für Infrastruktur. Wir wollen ja alles mehr. Wir wollen ja mehr Geld für Bildung, mehr Geld für Infrastruktur, mehr Geld für Rente, für alles wollen wir mehr.
ja, Geld ist da, Geld ist, der Haushaltsüberschuss ist riesig, wie auch immer. Ne, und der Glaubwürdigkeitsverlust in der Politik oder in die Politik sinkt, umso mehr die Leute so eine Scheiße labern und dann am Ende kommt nichts mehr rum. Früher war es mal so, der Staat hatte kein Geld, er war hochdefizitär. Und da gab es eine Diskussion, soll jetzt der Spitzensteuersatz von 42 auf 45% erhöht werden, um mehr Geld für Bildung und Infrastruktur zu haben. Da wurde dann gesagt, ja, so schlecht ist die Infrastruktur, die Bildung gar nicht. Also Steuererhöhung brauchen wir nicht. Jetzt ist der Spielraum da und es passiert auch nichts. Und wie gesagt, deswegen habe ich von diesen ganzen Flitzpiepen da, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von diesen ganzen Flitzpiepen da die Schnauze gestrichen voll. Jetzt nicht mit den beiden persönlich, die da sitzen, aber insgesamt von der Politik. Auch schon gehört haben, wenn der Staat, und zwar von Frau Fieten, die beiden sind ja jung, Löhne, das sind ja weil die so granatenniedrig sind, dass er sie aufstocken muss und jetzt also auch noch Renten aufstockt, weil die so granatenniedrig sind, dass er sie aufstocken muss. Sind das nicht alles Subventionen für Unternehmer und für Unternehmen? Das sind, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man sieht. Ich glaube nicht, dass das Lohnsubventionen sind, so wie man im klassischen Sinne, sondern was wir eher sehen, ist, dass wir ein Problem haben an verschiedenen Stellen. Nämlich wir müssen die Löhne aufstockern, weil sie das sonst nicht reicht zum Leben. Ja, deswegen haben wir die Grundsicherung dort, Arbeitslosengeld 2, Hartz IV auch genannt. Und da haben wir auch ein großes Problem, dass wir... Ja, und das ist das Problem. Wenn die Leute arbeiten, ja, und wenn es beim Arbeiten schon zum Leben nicht reicht und aufgestockt werden muss, und die Bruttorente, die ist dann nach 45 Jahren, ich weiß es nicht mehr, bis um die 45 bis 50% dessen, was brutto verdient wurde. Also wenn es schon eine Arbeitsphase schon aufgestockt werden muss, ja, und dann ist bei der Rente nur 50% dessen, was brutto da ist, und dann muss erst recht aufgestockt werden, ja, das ist doch ein Riesenproblem. Riesenproblem. Warum liegt das Problem? Es liegt meistens an der hohen Miete, es liegt meistens daran, dass die Leute keine Eigentumswohnung haben. Dieser Wohnungsmietkauf muss jetzt in den Vordergrund der Diskussion gestellt werden. Es war ein riesengroßer Fehler, dass der Staat sein Tafelsilber verkauft hat, sprich Wohngesellschaften, Wohnungen, Vermögen, an große institutionelle Anleger und nicht das angeboten haben, wenn sie es verkaufen wollen, dass jeder einzelne Mieter seine Wohnung kaufen kann. Und das ist das, was ich eben schon noch ein paar Mal erzählt habe. Ich möchte es aber auch hier gerne nochmal ansetzen. Aus der eigenen Familiengeschichte. Ich habe auch als Kind in einem Mietshaus gewohnt von Herrn Tefler. Und Herr Tefler hat gesagt, ich möchte mein Haus verkaufen. Ich verkaufe das nicht an einen anderen großen Investor, sondern ich verkaufe das an meine Mieter. Dann hat er jeden einzelnen Mieter gefragt, möchtet ihr denn eure Wohnung kaufen? Da haben meine Eltern gesagt, ja. Und so ist aus der Mietwohnung eine Eigentumswohnung geworden. Dort auch das Einkommen, was erzielt wird, sehr stark anrechnen gegen die Transferleistungen, was dazu führt, dass es sich in vielen Fällen gar nicht lohnt, mehr zu arbeiten, höhere Einkommen zu erzielen. Und weil eben das mit 80-90% wieder weggenommen wird vom Staat. Und in dem Fall habe ich auch als Beschäftiger gar kein Interesse, höhere Löhne einzufordern. Im Moment ist der Arbeitsmarkt so, auch in dem Segment, dass wir eine sehr, sehr niedrige Arbeitslosigkeit haben und die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer eine sehr starke Verhandlungsposition eigentlich haben. Also man müsste dort ansetzen. Endlich. Wir haben ja lange genug nicht gekämpft. Genau, und man müsste dort ansetzen, in der Tat dort die Anreize schaffen in der Grundsicherung für Beschäftigte. Und ja, hier wird dann mit Füßen abgestimmt. Das heißt, die Leute gehen dann ins Ausland. Also die Unternehmen. Das ist ja das, was wir bei ganz vielen Unternehmen sehen. Bei den großen Unternehmen sehen wir das in Schlagzeilen in den Medien. Bei kleinen Unternehmen sehen wir das nicht. Zumindest nicht in den Medien. So, jetzt ist der... Haben sich wieder auch das Gerät hier eingehalten. Ich weiß nicht, was das soll, meine Damen und Herren. Es steht jetzt. Ich habe jetzt genug geschimpft. Und jetzt sind diejenigen, die Bewachungskanäle hier machen, jetzt der Meinung, die haben sich jetzt auf den Laptop wieder aufgeschaltet, dass das hier angehalten wird. Ja, meine Damen und Herren,
In der Soße ist, damit danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die Sendung ist ja nun schon durch. Ich habe sie immer wieder angehalten, um nicht drüber zu reden. Ja. Verlangt sie beide verbindet, dass sie auch. Ja, die haben also wie gesagt die Sendung angehalten. Das sehe ich gerade. Ich kann leider nicht weitersprechen. Es ist die Sendung hier schon zu Ende. Ja, der Live-Kommentar. Ich habe den Wunsch, den meine 20 Abonnenten hier haben, Rechnung getragen, indem die gesagt haben, halt einfach den Livestream an, damit du nicht drüber quatschen musst, wenn die anderen was sagen, sondern sag was und dann lass es weiterlaufen. Hat jetzt, was die Zuschauerquoten angeht, dazu geführt, dass es weniger geworden ist. Das wundert mich. Also wenn so ein Wunsch geäußert wird, dass man das anhält und dann spricht und dann wieder das weiterlaufen lässt, dann gehe ich davon aus, dass eigentlich die Zustimmung steigen müsste. Was aber die Zuschauerzahl angeht, ist das Gegenteil der Fall. Und schade, ja, dass es so ist. Und jetzt ist eben, wie gesagt, hier das Gerät angehalten worden von den Leuten, die den Bewachungsskandal machen und die Sendung ist beendet, bevor sie eigentlich beendet sein sollte. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag zu Anne Will wieder, am Montag zu Frank Plasberg und am Donnerstag zu Mayrud Illner.